Hallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie mit zwei neuen Karten für den 16. Februar 2012. Das allgemeine Thema für den heutigen Tag kommt aus dem Heilorakel der Engel von Nethering Virtue. Und da sprechen die Lieben heute von Rückzug. Ich lese mal vor, was im Buch dazu steht. Nimm dir Zeit zum Alleinsein und zur Kontemplation. Kläre deinen Kopf und konzentriere dich auf deine Wahrheit und deine Prioritäten. Treibst du dich selbst zu sehr an, geliebtes Kind Gottes, und machst dir dadurch das Leben schwer? Die Engel erinnern dich daran, dass Zeiten der Ruhe bei allen Lebewesen Teil des natürlichen Zyklus sind. Denke nur an die mächtige Eiche, die in Schüben wächst und sich dann ausruht. Sie zieht ihre Nahrung aus der Tiefe der Erde und nimmt sich Zeit, bevor sie weiter nach oben wächst. So wie für die Eiche ist es auch für dich wichtig, dass du dich mit spiritueller und emotionaler Nahrung stärkst. Während du dich ausruhst, nimm dir Zeit, über deine wahren Gefühle und Wünsche deines Herzens nachzudenken. Deine Engel sprechen über dein Herz zu dir. Und wenn du hinhörst und deine Gefühle würdigst, schreitest du Hand in Hand mit Gott und den Engeln voran. Du wirst wissen, dass es sich um wahre göttliche Führung handelt und nicht um Einbildung oder Wunschdenken. Wenn die Stimme der Engel von deinem Wunsch spricht, zum Ganzen der Welt beizutragen. So, das war das zum Rückzug. Was da noch kommt, gerade im Zusammenhang mit der rechten Karte Freiheit. Es ist jetzt so unglaublich wichtig, sich wieder ganz klar darüber zu werden, was man wirklich will. Weil es einfach für das Ganze dient. Also ihr steht quasi im Dienst für die Welt. Und das tut jeder auf seine Art und Weise. Und das kann jeder auf seine Art und Weise einfach am allerbesten, wenn er genau das tut, was das Herz sagt. Denn das ist da auch das, was hier gebraucht wird, ganz besonders. Und das sind eben oft andere Dinge, die Dinge, die wir quasi so als sehr einkommensfördernd sehen vielleicht, oder im ersten Moment zumindest, oder als das, was unsere Eltern uns irgendwann mal aufgedrückt hatten, was wir beruflich machen sollten, wie auch immer. Vielleicht ist es auch überhaupt gar nicht beruflich gemeint. Es ist wichtig, wirklich seinem Herzen zu folgen. Und wenn ihr in irgendeiner Form Angst haben solltet, dass euch das, was ihr von Herzen tun wollt und als Beitrag für die Welt bringen wollt, nicht wirklich profitabel ist, dann wollen sie euch damit sagen, dass alles, was ihr wirklich im Dienst tut, was ihr wirklich absolut vom Herzen tut, dass das immer profitabel sein wird, weil das Leben beschenkt einen dann ganz genauso zurück, wie ihr das Leben beschenkt. Also wenn ich für andere da bin, mich natürlich nicht selbst aufgebe, das ist damit ja nicht gemeint, sondern wenn ich insgesamt einfach für andere da bin, wenn ich das tue, was mir wirklich am Herzen liegt, dann kommt das vom Leben ganz automatisch wieder zurück. Wenn ihr also Sorgen habt, dass ihr vielleicht jetzt gerade mal in eine Richtung galoppiert, die von anderen als brotlos bewertet wird im ersten Moment, dann macht euch da bitte keine Sorgen. Gleitet da langsam und sanft rein, geht vielleicht auf einer Zweitschiene da den Weg, dass ihr vielleicht zu eurem momentan ausgeübten Beruf sagt, okay, jetzt probiere ich mich da in meiner Selbstständigkeit aus, oder ich gehe einfach da einfach diese zweite Schiene, und dann könnt ihr sehen, was passiert. Und wirklich, je mehr ihr euch drauf fokussiert zu dienen, und je mehr ihr euch darauf fokussiert, dass ihr das so unglaublich gerne tut und von Herzen tut und dass euch das irgendwie einfach ganz leicht von der Hand geht, oder einfach, dass euch das ganz leicht fällt und dass das was ist, was ihr wirklich am liebsten den ganzen Tag machen wolltet, zum Beispiel, und das ohne großen Energieverlust, dann ist das das Richtige für euch. Also spürt da mal sehr in euch rein, deswegen raten sie jetzt auch sehr, 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 zum Rückzug, sich wirklich Zeit für sich zu nehmen, wirklich ganz ehrlich in sich hineinzuhören, völlig ab von äußeren Bewertungen und Erwartungen, die da von unserer Umwelt auf uns einwirken. Es ist wirklich wichtig, da ganz, ganz auf sich selbst zu hören, denn ihr und euer Herz und eure innere Führung, damit gemeint, weiß am allerbesten, wo ihr hingehört und was ihr tun sollt.
Und wie das dann auf eine wundersame Art und Weise sich auch alles so zusammensetzt, dass ihr eure Fähigkeiten und Talente und Leidenschaften da sozusagen einbringen könnt und dass sich da alles so zusammensetzt, dass alles dann passt. Es ist sensationell, wie das Universum wirklich Dinge zusammensetzen kann, aus all den vielen Wünschen, die ihr und Ansprüchen, die ihr letztendlich an eure berufliche oder ja, an eure Lebensaufgabe habt, wie das alles funktionieren kann. Das hättet ihr euch im Traum nicht gedacht, was für Faktoren da noch gedacht wird, in Anführungsstrichen. Das kommt dann alles noch hinzu und ihr werdet euch sehr wundern, was da alles geht. Es ist sensationell. Deshalb ist es, wie gesagt, so wichtig, sich jetzt erstmal zurückzuziehen und auch, da kommt jetzt auch wieder das Wort Erholung, sich da zu erholen und zu regenerieren und zu sehen, was braucht ihr jetzt an Nahrung, was braucht ihr noch an Wissen, was möchte da noch von eurer Führung zu euch kommen, was solltet ihr einfach in Bezug auf den Blickwinkel aufs Leben noch lernen bzw. wieder lernen und in euer Wissen aufnehmen und dann natürlich auch umsetzen, damit ihr gemäß eurem Herzenswunsch da wirklich sehr gut vorankommt und euch da nicht wieder selber irgendwie ausbremst durch irgendwelche schrägen Sichtweisen auf euch oder aufs Leben. Zum Punkt Freiheit, der kommt jetzt noch dazu, da kommt jetzt ganz, ganz klar, brecht mal bitte aus euren alten Denkmustern aus, so gut es geht. Und der Rückzug dient natürlich 100% dazu auch, dass ihr euch eurer alten Denkmuster bewusst werdet. Wie ich gerade gesagt habe, diese Weisheit, die da wirklich jeder für sich auf seine Art und Weise und in seinem eigenen Tempo wieder reinbekommt, die ist natürlich sehr, sehr dienlich für eure Freiheit, für das, dass ihr einfach auch merkt, dass ihr in jedem Moment die Freiheit habt, das zu denken und somit zu fühlen und somit zu manifestieren, was ihr wollt. Und dass das nicht von äußeren Faktoren abhängt, wie wir immer denken bisher oder wie wir immer dachten bisher. Und wie viele, viele, viele andere Menschen das nach wie vor denken, die der Meinung sind, dass einfach Situationen und Gegebenheiten einfach nun mal so sind, wie sie sind und da kann man nichts ändern. Wenn man Glück hat, hat man Glück, wenn nicht, hat man halt Pech und dann muss man irgendwie gucken, dass man einigermaßen zurechtkommt, also so mittelmäßig oder gar schlecht, sondern es ist wirklich so, dass ihr in jedem Moment mit jedem guten Gedanken, mit jedem hoffnungsvollen Gedanken und mit jedem positiven Gedanken die Möglichkeit habt, euer Leben in jedem Moment neu wieder so zu gestalten, wie ihr das haben möchtet, völlig unabhängig von dem, was ihr bereits erlebt habt, in alter Denkschleife produziert sozusagen. Jetzt sind neue Denkmuster dran und ihr habt jetzt neue, wunderschöne, wunderbare und ganz tolle Erlebnisse vor euch und Situationen vor euch. Versucht einfach wirklich so oft und viel wie möglich eure Gedanken zu überprüfen und mal zu gucken, in welche Richtung das geht. Und dann habt ihr alle Freiheit der Welt, euch jeden Moment neu hinzusetzen und zu sagen, so, und dieses alte Denkmuster legen wir jetzt sauber ab und programmieren innerlich mit großer Freude natürlich ein neues. Und dann werdet ihr sehen, dass euch innerhalb kürzester Zeit neue Dinge, neue Muster und neue Erfahrungen begegnen. Das ist einfach so. Das wollen sie euch jetzt für den heutigen Mittwoch, Mitte der Woche schon wieder, wow, mitgeben. Und euch da eben in ein neues Denken und Erleben hineinführen, so ganz langsam aber sicher. Und euch da wirklich mit diesem Blickwinkel aufs Leben da mit einer alten, neuen Weisheit wieder bestücken und euch auffordern, die zu üben und wirklich auch anzuwenden und in euch reinzuhören und euch einfach ganz, ganz, ganz gut zu beobachten. Das ist das A und O. So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Mittwoch.
Und ich freue mich natürlich dann, beziehungsweise wir haben überhaupt gar nicht mehr Mittwoch, wir haben ja Donnerstag. Ja, also wie gesagt, ich war etwas zurück in meiner Zeit. Wir haben Donnerstag. Wunderbar. Noch weiter. Wir gehen auf die Ferien zu. Man merkt, ich hab's nötig. Verwechsel schon alles. Gut, ihr Lieben, dann wie gesagt, einen wunderschönen Donnerstag. Und dann freue ich mich natürlich wieder auf euch und auf morgen. Tschüss.